So, herzlich willkommen bei der Online-Football-Akademie. Ja, heute keinen Fußballer bei mir, aber ein ÖSV-Skifahrer, Marc Dickruber. Herzlichen Dank, dass du bereitstößt fürs Interview. Bitte, bitte, kein Problem. Ja, wir sind da in Saarling bei einem Jugendfußballsportfest. Wie kommst du eigentlich zu einem Fußballjugendfest? Wir machen es über das Sportland Niederösterreich, wo einfach 20 bis 30 so Familiensporttage, glaube ich, sind im Jahr. Und da bin ich heute eingeteilt worden beim FC Saarling und ist ziemlich viel los, taugt mir. Das macht immer Spaß zu sehen, wenn man die Kinder sieht, wenn sie Sport machen. Ja, es ist auch sicher cool für kleine Kinder, die Stars, die sie im Fernsehen sehen, dann auch live beobachten. Ja, die Online-Football-Akademie beschäftigt sich eigentlich mit Fußball, aber es geht ja im Training auch darum, dass man über den Tellerrand ausschaut, auch im Fußball. Wie trainiert jetzt der Skifahrer im Sommer? Die Frage, die kriege ich oft gestellt und mein Sommertraining ist sehr intensiv. Ich habe täglich 4 bis 6 Stunden Training. Sechs Tage die Woche, also 5 bis 6 Tage auf jeden Fall. Kann sein, dass ich einen 7. Tag auch noch anhänge, wenn ich irgendwas brauche. Und das halt schon von Anfang Mai weg, bis das dann wirklich das erste Mal auf Schnee geht, ist dann Mitte August und so. Und bis dorthin sind wir wirklich die 2-3 Monate intensive Kondi-Vorbereitung. Fußballer trainieren ja wahrscheinlich nicht so oft, weil da ist immer das Schlagwort Regeneration. Wie regenerierst du, wenn du 6 bis 7 Mal in der Woche 4 bis 6 Stunden trainierst? Regeneration ist ein großes Thema. Es ist ja nicht so, dass wirklich jede Einheit, jetzt hart gesagt, zum Speimen ist, sondern es sind schon Einheiten dabei, die was ein bisschen lockerer sind und die was mehr aufs Regenerative abziehen. Aber trotzdem sind halt die Tage, was man dann frei hat, oder die halben Tage, was man frei hat, sind einfach dann wirklich zum Nutzen, damit man doch die sehr, sehr wichtige Regeneration einfach nicht vergisst. Jetzt ist es so, dass man ja über den Tellerrand rausschauen sollte. Auch ein Fußballer sollte sich vielleicht beim Training Anleitungen von anderen Sportarten holen. Holst du auch von anderen Sportarten irgendwie Tipps oder schaust du da was ab? Schon, ich meine, man kann viel lernen auch von den anderen Sportarten. Vor allem, was mich jetzt betrifft, wo ich immer wieder gern hinschaue, sind die Leichtathleten, die was einfach gewisse Schnelligkeits- und Koordinationsübungen einfach wirklich sehr gut beherrschen. Da habe ich mir schon einige Tipps geholt und auch schon einige Mal mit denen trainiert. Sonst ist es dann doch schon immer wieder interessant, jetzt abgesehen von den Leichtathleten, wenn man auch hin und wieder mal beim Fußballtraining oder beim Tennistraining zuschaut, was die so machen. Und generell glaube ich, ist es sehr wichtig, wenn man nicht nur in seiner eigenen kleinen Blasen lebt und in seiner eigenen Blasen da trainiert, sondern wirklich auch über den Tellerrand ausschaut, was andere Leute und was andere Sportler machen, weil man kann nur profitieren davon. Du sagst, du hast öfter schon bei Fußballtrainings zugeschaut. Kannst du da irgendwelche Tipps an Fußballer geben, wie er sich zum Beispiel in der spielfreien Zeit fit halten soll? Soll er sich auf die faule Haut legen? Soll er einfach andere Sportarten machen, schwimmen? Oder was würdest du ihm raten in einer einmonatigen spielfreien Zeit? Ja, das kommt jetzt darauf an, ob es Vollprofis sind oder nicht, weil sonst müssen sie arbeiten gehen in der spielfreien Zeit. Aber grundsätzlich kann ich nur einen Tipp geben, es ist oft gescheiter, eine aktive Regeneration zum Einbauen, als wenn nur auf der Couch liegen. Ja, Stichwort Videoanalyse, ihr arbeitet ja sicher viel mit Videos, vor allem wahrscheinlich im Winter auf Schnee dann, um die Technik zu verbessern. Wie stehst du zu Videoanalyse? Das ist ja im Fußball auch ein großes Thema und wird ja auch immer mehr jetzt. Ja, wir arbeiten täglich mit Videoanalysen. Sobald das Skitraining losgeht, dann wir jeden Tag nach dem Training am Nachmittag Video analysieren. Das Training analysieren, was wir am Vormittag gehabt haben am Berg um. Und so dann Schritte überlegen, wie wir am nächsten Tag besser werden können. Also findest du das sinnvoll, Videoanalyse? Weil vielen Fußballern geht ja so eine Videoanalyse, ja, auf Deutsch gesagt, ein bisschen am Zager, wenn der Trainer ja, einem die Fehler zeigt und wenn er da die Schwächen aufzeigt kriegt. Genau, um das geht's. Wenn man besser werden will, muss man sich selber sehen, wenn man einen Plätzchen macht. Und muss man selber mal sehen, welche Schwachstellen das man hat.
Und da kann man sich nicht ausreden, da hat man es dann schwarz auf weiß oder halt auf einem Bildschirm. Und so gesehen ist das nur professionell, wenn man sich selber anschaut und wenn man wirklich gescheit analysiert. Stichwort Zielsetzung. Man sagt ja, um was erreichen zu können, sollte man sich Ziele setzen, nicht unrealistisch, immer kleine Step-by-Step-Ziele. Das wirst du wahrscheinlich auch haben. Im Fußball ist es auch wichtig. Was sind jetzt so deine persönlichen Ziele? Gesamtweltcup oder Slalom-Weltcup oder hast du Zwischenziele? So wie du sagst, Zwischenziele muss man sich setzen, weil man kann nicht jetzt auf einmal hergehen und sagen, ich möchte jetzt den Gesamtweltcup aus dem Stegreif gewinnen, sondern das wäre ein ziemlich unrealistisches Ziel und man wird dann gleich mal verzweifeln daran. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass man einfach auch im Sommer schon in der Trainingsvorbereitung einfach sagt, okay, ich möchte einfach bis zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich einfach das Ziel erreicht haben, was jetzt meine konditionelle Basis betrifft. Dann auf Schnee setze ich mir einfach die Ziele, ich möchte jetzt bis da und da, möchte das erreichen oder wirklich von Tag zu Tag die Ziele setzen, was ich an dem Tag rausholen möchte. Und dann, wenn es dann zu den Rennen geht, muss man sich auch realistische Ziele setzen. Kann jetzt nicht gleich beim ersten Rennen. Natürlich, ich will immer Rennen gewinnen, aber es sollten schon realistische Ziele sein, mit dem, was man dann wirklich arbeiten kann. Und, weil sonst wird man bald einmal, wenn jeder sagt, er will Weltmeister werden, wird es viel geben, die was dann enttäuscht sind daheim und nicht zufrieden sind. Abschließend noch ein Thema: mental. Mentaltraining. Sie haben sicherlich für einen, kann man ja sagen, Einzelsportler, obwohl ihr ÖSV-Teamsatz, sehr, sehr wichtig, Mentaltraining. Mentaltraining im Fußball ist im Profibereich auch schon ziemlich etabliert, aber nur sicher noch nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Wie wichtig findest du Mentaltraining und was denkst du, ist Mentaltraining für einen Fußballer? Mentaltraining ist mindestens genauso wichtig wie das körperliche Training. Egal in was für einer Sportart. Ich glaube, über Sieg oder Niederlage entscheidet dann doch im Ende der Kopf, ob man bereit ist, übers Limit zu gehen oder nicht. Und ob es jetzt beim Skifahren ist, beim Fußballspielen oder keine Ahnung, in andere Sportarten wie was weiß ich, Tennis oder so, es ist dann doch, wenn es dann wirklich ganz auf bis zur Weltklasse geht, entscheidet zum Schluss der Kopf, glaube ich, über Sieg oder Niederlage. Ja, super, dann herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen einen Einblick gekriegt haben, wie du denkst und wünschen dir alles, alles Gute für die kommende Saison. Bleib verletzungsfrei. Du trainierst ja mit einem unserer Dozenten, mit Magister Andreas Misselbauer. Genau. Der ja bei der Online-Football-Akademie ja dankenswerterweise mitmacht. Ja, wünsche mir alles, alles Gute und mindestens einen Weltcup-Sieg, oder? Danke sehr, danke. Ja. Dankeschön.